Herzlich willkommen bei unserer Serie mit E5 Emil Top informiert. Heute wirft Emil einen Blick auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Ihre Gemeindeprojekte. Die Formulierung alternative Finanzierungsformen bezieht sich auf Alternativen zu bekannten und bewährten Finanzierungsinstrumenten wie Krediten oder Fördermitteln. Um die nachfolgend angeführten Finanzierungsmöglichkeiten leichter verständlich darstellen zu können, stellen wir uns einfach vor, dass wir in unserer Gemeinde eine Photovoltaikanlage installieren möchten. Bei der Finanzierungsform Sparbuch zahlen BürgerInnen das Geld hier ein. Das eingezahlte Geld wird dann von der Bank der Kraftwerksbetreiberin, also in unserem Beispiel der Gemeinde, als Kredit zur Verfügung gestellt. Die BürgerInnen erhalten für die Einlage jährliche Zinsen und am Ende der vereinbarten Laufzeit ihr eingesetztes Kapital wieder vollständig zurück. Bei der Variante Sale and Lease Back, kurz SLB, verkauft die Gemeinde als zukünftige Kraftwerksbetreiberin ihren BürgerInnen PV-Module. Mit dem dadurch eingenommenen Geld errichtet sie das Kraftwerk. Dazu benötigt sie wieder die Module, die sie deshalb von den BürgerInnen zurückmietet. Als Gegenleistung bekommen die BürgerInnen Zinsen aus der Vermietung. Beim Crowdfunding beteiligen sich viele Menschen, die Crowd, mit kleinen oder größeren Geldbeträgen an der Finanzierung eines Geschäftsvorhabens. Crowdfunding bietet sich besonders in der Startphase eines Unternehmens an und kann neben Bankkrediten und Eigenkapital als zusätzliche Finanzierungsform eingesetzt werden. Vorteile des Sparbuchs sind, dass es ein einfaches Modell für kleinere Anlagen mit geringem Verwaltungsaufwand und Fixverzinsung darstellt. Vorteile von Sale and Lease Back sind die relativ einfache und individuell festlegbare Umsetzung sowie die in der Regel fixe Verzinsung. Vorteile von Crowdfunding sind, dass die Zahl der GeldgeberInnen einen Anhaltspunkt darstellt, wie realistisch ein Projekt eingeschätzt wird und damit auch ein Argument gegenüber etwaigen Kreditgebern darstellt. Zusätzlich können neben Anlagen zur Energieproduktion auch Effizienzprojekte wie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED oder die Wärmedämmung von Gebäuden finanziert werden. Generell ist zu beachten, dass nicht jedes Finanzierungsmodell für jede Art der Energiegewinnung geeignet ist. Beim Sale and Lease Back Modell zum Beispiel benötigt man ein Kraftwerk, das aus mehreren selbstständigen Teilen besteht, wie Photovoltaikpanelen. Bei einem Windrad würde diese Bürgerbeteiligung daher nicht funktionieren. Dies war nur ein kleiner Einblick in eine Auswahl alternativer Finanzierungsmöglichkeiten. Nähere Informationen finden Sie über die Links im Infotext unterhalb des Videos. Herzlichen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag wünscht das E5-Team Steiermark.